Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Ja, was ist denn eigentlich passiert? Der liebe Hate unterhält sich hier mit den Pflanzen und könnte eigentlich jetzt mal hier alles ernten. Wir müssen mit ihm ja noch die Fähigkeit fischen. Dingsen. Haben wir denn die Fotos? Ja, wir warten jetzt im Prinzip, glaube ich, nur noch, dass der Briefträger die das Foto vorbeibringt. So. Was machen wir denn? Du musst heute... in 7 Minuten bist du auch schon unterwegs. Du in 23 Stunden. Ja, und was mir aufgefallen ist, dass wir ja auch schon bald Weihnachtsdeko rauspacken können. Ja, die liebe Davina, die arbeitet an ihrer Schreibfähigkeit, nachdem ich das ja hingezogen habe, nachdem das irgendwie, weiß nicht, was. Ja, ich habe gedacht, sie müsste kochen. Und hier sehe ich gerade, dass die Treppe so eigentlich gar nicht bleiben kann. Deswegen schiebe ich das einfach hier rüber. Und tada! Hätten wir das Problem gelöst. Moment, Moment, Moment. Bevor ich hier weitermache. Ich weiß ja nicht, wie das so funktioniert, ob das angenehm ist, wenn man da in der Treppe drin rumhockt. Dann packe ich die erstmal nach hinten. Ja, bitte das hier. Und das ein bisschen. Und dann kommt der liebe Hage da bestimmt auch dann runter. Weil der müsste nämlich langsam aufs Klo. So. Ja. Das wäre es, glaube ich, gewesen. Ja. Und die beiden haben ja geheiratet. Hage und Enya. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder länger her, oder? Ach, auf jeden Fall ist einiges passiert. Und ja, ich lasse jetzt mal ein bisschen vorspulen. Du musst nicht zur Arbeit? Doch, in 22 Stunden. Dann könntest du doch hier das alles mal ein bisschen sauber machen, ne? Weil sonst stinkt dir das ja nur unnötig rum. So, wie sieht es denn bei dir schauspielermäßig aus? Gar nicht gut. Das heißt, du solltest dich mal darum kümmern, dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. Ja, der Hedge, wie schon gesagt, er müsste ja eigentlich noch ein bisschen Angeln üben. Angeln gehen, damit er noch besser in der Fähigkeit wird. Ja, ins Reich der Magie sollten wir ja langsam auch mal wieder kommen. In 2 Tagen. Das heißt, wenn wir vielleicht die Fähigkeit dann erreicht haben, die Stufe, dann Plagiatsvorwurf. Ein Blogger einer Konkurrenzseite verfasst einen Eintrag nach dem anderen darüber, dass Enya seine Idee gestohlen hat. Noch ein paar Tage und das Ganze wird sich zu einem ausgewachsenen Internetskandal entwickeln. Soll Enya sich in einem Eintrag verteidigen oder sich bedeckt halten, bis der Sturm vorübergeht? Verteidigen. Enya hat eine scharfe Erwiderung verfasst und jetzt kennt die Welt die Wahrheit. Leistungsverbesserung klein. Ja, auf jeden Fall, dass wir, nachdem wir den Fähigkeitspunkt erreicht haben mit Davina, dass wir vielleicht auch mal in das Reich der Magie wiederkommen. Du könntest mal angeln gehen, auch wenn du ein bisschen müde bist. So, Davina, wie sieht's aus? Bei dir dauert's halt noch ein bisschen, ne? Dann lass ich halt ein bisschen schneller vorspulen. Du hast auf jeden Fall die nächste Stufe Schauspielerei. Und dann, ja. Ich weiß noch nicht, was wir heute so alles anstellen werden. In der Zwischenzeit werden wir darauf warten, dass die alle hier mal ihre Fähigkeiten verbessert kriegen.
Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir dann schnell auch mit ihr befördert werden. Wir sind mittlerweile auch sogar Stufe 6. Wir sind eigentlich im Prinzip in der falschen Karriere, oder? Kann das sein? Eigentlich sollten wir ja in die Kochkarriere, ne? Theoretisch. Ach, du machst jetzt Yoga. Okay, gut. Wenn dich das entspannt. So, wir haben bisschen bessere Digicam. Okay, cool. Wie wäre es, wenn du jetzt mal aufs Klo gehst? Und blitzblank können wir uns eigentlich auch zaubern. Aber bevor du dir noch in die Hose machst, sollten wir das doch eher vorziehen, aufs Klo zu gehen. So. Weil wir wollten ja, also das Bestreben von H ist ja, dass wir Angler sind. Ein Angler-Ass. Schon Stufe 8. Siehst du mal an, ne? Du könntest ja eigentlich auch mal nach Hause kommen. Was? Wieso denn da Essen bestellen? Wir haben zu Hause einen vollen Kühlschrank, Mann. Kannst du doch ruhig nach Hause kommen. Den verkaufen wir. So, die können wir auch verkaufen. Und die Ananas auch. Die gibt zwar nicht so viel. Aber es kommt ja. Also, Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? Was haben wir hier noch? Kawawurzel. Ja, und vor allen Dingen, also H und Enya, die waren ja auf dem Romantikfestival, aber ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, ne? So, wie weit sind wir denn hier? Dann kannst du dich auch gleich blitzblank zaubern. Tut das denn nicht deinen Hunger irgendwie stillen? Ah, du bist auch da. Also, du warst ja schon immer da. Aber ich habe nicht mit dir gerechnet, dass du jetzt hier gerade auch in der Küche stehst. Klo, duschen, essen. Nein, ich habe jetzt gerade keine Zeit. So. Nee, 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 Nickerchen wird hier schon mal gar nicht gemacht, weil wir wollten doch in die Welt der Magie, ne? Und ja, damit wir da auch mal schon mal gewesen sind. Nochmal, so. Nicht schon mal, weil, ja. Auf jeden Fall gucken wir mal, ob es neue Zutaten gibt für die Tränke und ob wir irgendwie, weiß nicht, einen neuen Begleiter vielleicht noch dazu kriegen. Ob was Neues da ist. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf die Zauberallee. Und dann können wir auch hierhin fliegen. Dann gucken wir direkt mal nach Begleitern und neuen Zaubersprüchen. Fledermaus. Flatterhasen. Das da können wir mitnehmen. Und das hier. Und dann gucken wir auf jeden Fall noch bei den Zaubertrankzutaten nach, was es da so gibt. Ah, die Drachenfrucht. Waldrennwurzel brauchen wir jetzt gerade nicht.
Ja, ich glaube. So. Dann können wir eigentlich gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen hier experimentieren wollen. Einfach um vielleicht neue Tränke zu lernen, wenn es für uns noch welche gäbe. Und die gibt es ja auch mit Sicherheit. Und es tut ja unsere Punkte auffüllen, ne? Okay, sind wir jetzt zu müde. Aber noch ein bisschen üben wir noch. Vielleicht kommt ja noch ein Zaubertrank zustande. Ja. Und was exzellente Beleidigung. Okay, ich würde mal fast sagen, dass wir doch dann nach Hause fliegen. Weil die liebe Davina ist ja auch schon dann müde. Mitnehmen müssen wir eigentlich niemanden. Und dann, ja, mal schauen. Lalala. So, da wären wir. Toll. Jetzt haben wir hier schon wieder Magie Reparatur. Also das ist immer wieder ganz toll, ne? So, dann kannst du ruhig mal was dich aufs Ohr hauen. Du könntest ja auch mal was zu essen besorgen, ne? Und du hättest auch noch Hunger. So, was hast du dir da Schönes genommen? Chips. So, da sitzen sie. Also ja. Habt ihr euch nichts zu erzählen oder so? Anscheinend nicht. Nee, nee, du kannst das ruhig liegen lassen, ne? So. Dir fehlt auch der Spaß irgendwie. Deswegen würde ich fast sagen, machst du einfach einen Techtelmechtel nochmal mit Hage. Einfach aus Prinzip. Warum? Dann könntest du auch gerade, wenn du noch wach bist und noch nicht im Bett liegst, eigentlich die Dusche sauber machen. Na, Fringus. Na!
Finde ich einfach genial. So, dann darfst du dich ruhig hinlegen zum Schlafen. Du bist noch supidupi wach. Das heißt, du könntest eigentlich tatsächlich in dem Buch weiterlesen. Und dann, warum war das Bild denn noch nicht da? Ich brauche nämlich das Geld. Können wir denn mit dir denn irgendwie was machen? Tatsächlich. Ach so. Ja, dann gerade wo wir. Dann müssen wir das halt jetzt noch machen, ne? Dann können wir nämlich einen neuen Auftrag annehmen. Ein bisschen schneller. Likes. War das jetzt doch nicht das? Ja, eigentlich warte ich ja darauf, dass wir die Abendkleidung haben. Aber die habe ich halt gerade gar nicht da. Toll. Oder hängt die jetzt an? Ja, eigentlich. Das ist doch doof. Der Postbote war noch nicht da, ne? Oder hat jemand von euch was aus dem Briefkasten geholt? Nö. Hast du was aus dem Briefkasten geholt? Ah, lass los. Scheint auch nicht so, ne? Das ist ja doof, ne? Das ist es auch nicht. Müssen wir halt mal warten, ob das noch kommt oder nicht. Wenn nicht, muss ich halt den Auftrag leider abbrechen. Oder hätte ich jetzt das Unterste nehmen sollen? Ja, ich weiß, du musst jetzt einfach nochmal aufstehen. Aber ich möchte das eigentlich abschließen, ne? Naja, aber das war es auch nicht. Mittwoch. Ja gut, vielleicht kommt ja aber der Postbote noch. Das müssen wir halt mal abwarten, ne? Was ist denn los? Muss es eigentlich mal in die Natur, ne? Dann, weißt du was, dann mach doch einfach nur eine Yoga-Übung oder Yoga üben, so. Dann bist du draußen, bist entspannter und dann geht alles von allein. So. Uiuiui. Was könnte ich denn jetzt mit euch noch machen? Du müsstest mal aufs Klo, ne? Und du bist noch fleißig am Yoga machen. Du musst in 3 Stunden los. Du wirst wahrscheinlich heute auch befördert. Was ich auch ganz toll finde, wenn das passiert. So, was geht hier? Okay. Moment mal. Kannst du mal aufstehen?
Irgendwie habe ich das Gefühl, du siehst so verändert aus. Das sieht irgendwie. Oh, bist du etwa schwanger? Oh mein Gott. Sie ist schwanger. Oder einfach nur dick. Keine Ahnung. Aber ja, nach dem Symbol hier zu urteilen, ist sie tatsächlich schwanger. Unsere liebe Enya ist schwanger. Ist das nicht schön? Sollen wir ihm dann nicht mal die großen Neuigkeiten erzählen? Ja, macht nix. Ist doch toll. Toll, ne? So, du bist auch mittlerweile aufgestanden. Das freut mich. Wir werden natürlich zur Arbeit gehen. Abwarten, was geschieht, ja? Geschieht denn irgendwo was? Könnten wir, kannst du dich jetzt. Ach, ist das der Applaus jetzt gewesen? Das ist ja nett von dir. Und du gehst auch direkt schwimmen. Oh, die Post wurde zugestellt. Hey. Ich habe darauf gewartet und die. Oh, die Rechnung müssen wir noch bezahlen. Oder wieder. Ja, wieder. Könntest du vielleicht Post bekommen? Das ist wichtig. Und Rechnung bezahlen. Dann gehen wir direkt an den Dings und können dann tatsächlich unser Foto hochladen. Und dann können wir das ja mal jeden. So, wie sieht's? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sollten mal unserer Freundin was Gutes gönnen und ihr ein, ja, vielleicht nicht alle. Wie mache ich das jetzt? Die wollte ich eigentlich da reinpacken und ihr einfach eins geben. Und nicht nur, nicht direkt alle. So, dann kannst du dir nämlich das hier mal reinpfeifen, meine Liebe. Weil du musst nachher tatsächlich eigentlich weg und du bist echt nicht gut drauf, ne? Ich hoffe, das wirkt. Weil wir sind ja eine Hexe und wir wissen ja, wann es der lieben Emily nicht gut geht. Und ja, in so Fällen denke ich mal, ist das vollkommen in Ordnung. Was machst du da? Wieso? Okay. Einen größeren Topf wolltest du nicht haben, ne? Es hätte auch ein kleinerer wäre auch gegangen, oder? Aber nein, sie mag lieber mit dem großen Kochlöffel rumrühren. Tja. Ja, ich würde aber fast sagen, ich mache hier an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.